Wer ist eigentlich dieser German und warum spielt der Nintendo Klassiker? Nein, dummes Messer, schon wieder. Weiß ich auch nicht. Wir sollten mal nachfragen, wer das ist. Und warum er das spielt. Digga, voll am Rumspucken sind die ganze Zeit. Am Rumspritzen hätte ich jetzt schon fast gesagt. Jetzt habe ich es doch gesagt. Und jetzt sehe ich schon wieder die ganzen Board oder Suidonis im Chat. Die Musik hat ein bisschen was Jazziges, oder? Schon. Da könnte ich mir richtig gut mit einer Jazzband vorstellen. Wenn ich kein größer Jazz-Fan bin, aber klingt halt ein bisschen danach. Oh. Ja gut, Fail. Ich glaube, jetzt habe ich... Kann ich die respawnen lassen? Kann ich die respawnen lassen, indem ich einfach zurückgehe? Ja, klassischer Super Nintendo halt. Einfach kurz aus dem Bildschirm gehen und die Blöcke respawnen lassen. Ja, komm. Da kommt gleich ein nächster Boss. Den fand ich immer richtig geil damals. Dann kann ich jetzt eigentlich mal besiegen davon da. Erstklassige Prediction. Danke, danke. Das war ja auch offensichtlich. Das war ja keine Kunst. Na komm. Boah. Da droppt er die Herzen. Ich will trotzdem immer noch den... Wow. Moonwalk. Nicht geplanter Moonwalk. Ah. Diese dummen Krähen, ne? Oh, Fleisch. Yummy. Schön, wenn man den Gegner mal kurz im Hitz dann gefangen hält. Dann einfach schon zum nächsten Schlag aus, so bevor dieser sich überhaupt regenerieren kann. War das Let's Play denn 16 Parts lang damals hier? Von Castlevania? Ich glaube schon, oder? Ich glaube schon. Geiler Boss incoming. Aber nicht wirklich schwer. Sagte er. Und lässt sich einfach töten. Ich bleib trotzdem bei. Er ist nicht wirklich schwer. Voll in die einzige kleine Lücke, in die ich hätte reingeschlagen werden können, nicht wahr? Ja, schön. Gut, dass ich auch von hier unten neu starten muss. Mensch. Na komm. So. Bin gleich schon wieder oben, bis das überhaupt erst zu euch durchgedrungen ist. Ich hatte aber auch die Axt, ne? 2 Euro von Fleckborn kamen gerade rein. Upsala. Mit den Worten Gesundheit. Vielen lieben Dank. Gesundheit kriegst du, um genau zu sein. Danke für die Spende und fürs Gesundheit wünschen natürlich. Also hätte ich meinen Boomerang behalten dürfen, ne? Ja, aber das ist gar kein Ding gewesen. Oh. Oh, die dummen Viecher hier. Hassgegner. So. Diesmal war ich vorbereitet. Diesmal nicht. So. Tschüss, Peachy. Viel Spaß bei Fates. Guck mal, ich würde eigentlich nur ein Stückchen nach unten gefallen, aber nein. Instant in den Tod. So. So bleibe ich hier stehen. Für den Fall. Autsch.
Nein, hör auf. Ja, der nervt mich gerade ganz schön. So, einer ist weg. Und der zweite direkt hinterher. Sag ich doch, war aber gar kein Problem, oder? Der Commentator's Curse, ja, so ein Paradebeispiel dafür. Exakt. Exakt. Die Viecher da aus der Wand. Creepy. Ups. Von Original. Ich habe das Original nicht gespielt, also keine Ahnung. Ist mir aber nichts bekannt dergleichen. Würde mich aber nicht wundern, wenn es so in der Art wäre. Ich glaube, ich frage mich gerade wieder rein, wer die nächsten Gegner sind. So, Jatta, Kappa. Genau. Herzchen. Ups. So, direkt abspringen, weil sonst ist man tot. Wenn man gerade unschwer hätte verkennen können. Jetzt. Oh, der Teil der Musik gerade. Ich könnte auch mal Metroid 1 spielen. Ich könnte es auch sein lassen. Ja, genau. Oh, Checkpoint. Danke. Genau das meine ich mit direkt abspringen. Sonst RIP. Viel Zeit hat man da nicht. Ein paar Frames. So. So, jetzt aber. Mensch. Bei Castlevania hat man immer Rand, hat man immer Angst, wenn man irgendwie am Rand steht. Ne, der Dolch ist leider echt nicht so geil. Oh, wow. Hilfe. Aua. Jo. Was ist das? Nimm den Dolch. Und hier. War ein bisschen ungünstig gerade. Hoppla. Hey, das habe ich nicht gemacht. Er hat von alleine gesprungen. Oder was? So, ich spiele in Wirklichkeit gar nicht. Hat da irgendwie so ein Typen, der unter dem Schreibtisch lebt, der alles für ihn macht? Ja. Genauso läuft das hier ab. Ich habe Dark Souls nie gespielt, nein. Will ich aber noch machen. Es wird auf meiner unendlichen Liste des Nachholen bitte drauf. Und eines Tages wird es geschehen. Jo. Der will züngeln. Kein ist doch geil. Hast du keinen Bock drauf, Brady? Eigentlich macht Jan alles für mich. Und ich bin der Jans Spiele spielt. Das weiß nur keiner. Das ist quasi der krasse Twist. Ja, und jetzt hänge ich hier so ein bisschen ab.
So. Wann kommt das mit den Kronleuchtern? Kommt das nicht jetzt mal bald? Achso, erstmal das. Okay. Mit dem komischen Zeug im Hintergrund und den einstürzenden Boden hinter mir. Mit dem komischen Zeug im Hintergrund kommen Gegner raus, wie man gerade gesehen hat. Oh, ich war ja fast tot die ganze Zeit. Gar nicht gesehen. Ha, wer ist gerade neu gespawnt? Das war rechts, hat man schon gesehen. Da das rote Feld. Dass die Gegner kommen. Ich kann doch nicht einfach so offenbaren, und ob ich das kann, Jan. Denn jetzt gibt's kein Zurück mehr. Jetzt musst du mich endlich anerkennen. Als Mensch. Und nicht nur als dein Lustknabe. Das ist immer so ein... Hoppala. Das war schon immer ein Problem. Ich gehe oben. Lang. Oh Gott, mein Kopf, ja. Motion Sickness vom Feinsten, erstmal von dem Gebiet eben. Freue mich schon auf den Oktober bei mir. Etwa wegen The Last Fucking Guardian! Holy shit, Leute! Ich führe ja das erste Mal in meinem Leben so eine Liste wie Prinny. Prinny notiert sich ja jedes Spiel, was er das Jahr durchgespielt hat, und macht am Ende des Jahres so eine, Spiele des Jahres Liste. Und das möchte ich mir gleich tun, weil ich finde das immer ziemlich geil. Ich habe das sehr gerne geguckt bei ihm. Und nein! Da ist er! Ich will ihn haben! Oh, damn it! Jedenfalls, was sollte ich gerade sagen? Genau, ich habe schon wieder vergessen. Das mache ich auch. Ich habe mir derzeit alle Spiele notiert, die ich durchgespielt habe in diesem Jahr. Ich weiß nicht, ob ich am Ende auch so eine Liste machen werde, weil das sind ziemlich viele. Weil ich allgemein, glaube ich, mehr Zeit zum Zocken habe als der Prinny. Aber naja, mal schauen. Vielleicht eine Zusammenfassung oder so. Hätte ich Spock drauf. Und naja, worauf ich hinaus wollte gerade, es wird super schwer für mich dann mein Spiel des Jahres wahrscheinlich festzulegen. Es gibt so viele Kandidaten einfach, die es werden könnten. Jetzt schon. Wenn The Last Guardian gut wird, aber davon gehe ich aus. Das sind die Macher von Shadow of the Colossus, also. Wird das schon geil werden. Oh, diese Stelle ist so nervig. Warum schreibt Jan, wenn er unterm Tisch sitzt? Ganz einfach. Ich bin ja kein Ungetüm. Ich habe Jan wenigstens ein Smartphone gegönnt. Dass er kommunizieren kann mit der Außenwelt ab und zu. Spikes in alten Spielen, Leute. Vor allem in alten Spielen. Wissen wir alle, was das bedeutet. Instant Death. Instant Kill, wie man selber sagt. Nein, ich kann nicht rennen. Ist hier noch irgendwo was zum Heilen oder eine gute Waffe? Das zählt für mich nicht als gute Waffe. Na, wobei, schlecht ist es bestimmt nicht. Keine Ahnung, jetzt kommt irgendein Speedrunner, guckt gerade so und sagt so, was? Die Axt ist die beste Speedrunner. Wobei, ich glaube, der Boomerang ist tatsächlich die beste Waffe in den meisten Fällen. Gib mir die Punkte. Wie viel Leben habe ich eigentlich gerade? Kann man das irgendwo nachgucken? Zwei? Ist gar nicht mehr so viel. Ah, natürlich hat er mich nochmal getroffen. Mist. Oh oh. So, friss das. Aua. Oh yeah. Springt wieder runter und wirft Steinchen. Und er springt hoch und wirft Steinchen. Den haben wir doch im Sack. Jetzt von oben so. Oh! Und eine Axt. Den Rücken gespalten. Okay, das macht hier nichts aus. Was ist denn los? Ich muss schon sagen, was ist jetzt los? Der letzte Balken hielt aber ganz schön lange.
Ups, nein! Oh, verdammt. Ich wollte die Kugelchen eigentlich immer fangen, bevor sie den Boden berühren. Wie lange ist der Last Guard in Arbeit? Aha, eine fantastische Frage. Lange. Sehr, sehr lange. Also ich glaube, ich habe schon vor 3, 4 Jahren oder so gesagt, dass ich das Let's Playen werde, sobald es rauskommt. Dann kannst du schon sehen, wie lange das Spiel schon in Arbeit ist. Oh, diese Musik auch schon wieder. Habe ich schon gesagt, dass das Spiel einen unendlich geilen Soundtrack hat? Ja, ich sage das die ganze Zeit im laufenden Bande. Dann werde ich auch nicht müde, das zu tun. Na gut, das muss gewürdigt werden. Sowas, das weiß ich gar nicht. Oh, da ist er wieder. Der Boomerang. Diesmal bitte behalten. Au, aua, wo kommt der denn her? Fall out of nowhere. Das sieht aus, würde ich da sterben. Boah, beide instant gekillt. Naja, instant kill wäre, wenn ich mit einem Schlag gekillt hätte, aber you know what I mean. Hoffe ich. ...2009 war die erste Ankündigung. Ja, jetzt überleg mal. Ich hoffe nur, das wird nicht so... ...wird nicht hier den Duke Nukem... ...wow, pullen. Den dritten einfach daraus geschossen. Das wird wirklich ein fantastisches Spiel. Aber wie gesagt, ich bin ziemlich sicher, dass es das wird. Von dem, was wir bisher gesehen haben, einfach nur geil. Generell, die ganze Pressekonferenz von Sony hat mich wieder total beeindruckt. Dieses Gebiet. Oh Gott. Kommt hier nicht die Goldfledermaus als Gegner später? Kommt da erstmal wer anders? Oh Gott, das war nur Heilung. Ich krieg schon Panik hier. Bedrohliche Mugge. Man drückt irgendwie immer so fest auf den Super Nintendo Controller, dass ich manchmal das Gefühl habe, er würde kaputt gehen. Kennt ihr das Gefühl? Oh, und sind wir im Schloss drin. Shenmue wird den Duke pullen, weil den kaum welche kennen. Naja, aber das heißt ja nicht, dass das Spiel deswegen schlecht wird. Oder was meinst du jetzt? Bleib doch ruhig liegen. Fledermäuse. Oh, du Gegner überall. Was zum Teufel? Das hört nicht auf. So. Ich habe ja leider nicht alle Konferenzen sehen können. Ich glaube, ein paar muss ich mir eigentlich nochmal angucken. Oh, deine Axt kommt zurück, ja? Das ist wie mein Boomerang, der kommt auch zurück. Wie mein Boom, 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 Boomerang kommt er immer wieder bei dir an. Da. Boah, voll genutzt, den Typen. Das ist schlecht. Ein bisschen Heilung wäre nicht schlecht. Wie gesagt, den würde ich schon gern behalten hier, den Boomerang. Stimmt's, you? Nein, nicht. Also auf jeden Fall ein Hundedämon. Wow, das war knapp gerade. Ich habe fast nicht aufgepasst und mir einfach in meinen Tod gejumpt. Wäre nicht so schön gewesen. Ich höre nur so angestrengte Geräusche von you. Warum bist du denn so angestrengt, you? Was? Okay. Boah. Meine Güte. Pokémon Z ist ja auch seit 3 Jahren Arbeit. Ja, ja.
der massivste Troll überhaupt. Ich glaube, sowas werden wir nie wieder bekommen. Es kommt Schwarz und Weiß 2, womit keine gerechnet hat. Und dann dachten sie sich bei XY einfach so, ach was, wir machen einfach gar keine Zusatzedition. Trollolololol. Auch wenn ich mir sehr eine gewünscht hätte. Aber das ist ja kein Geheimnis. Weil XY für mich die besten Pokémon-Spiele sind, die wir je bekommen haben. Ich hasse diese Stelle hier. Also, sehr epische Szene gesetzt, aber immer Panik, dass ich auch runterfalle. So. Ja, ich hab nur Sony und Ubisoft wirklich komplett gesehen, Ikre. Okay, kann man nicht kaputt machen. Hätte mich auch gewundert. Wollt's einfach mal ausprobieren. Trotzdem, ein bisschen Heilung wäre nicht schlecht. Schon auch, wie der Boden kaputt geht. Wunderbare Details immer wieder. Nein! Oh Gott, oh Gott! Schmeiß deine Axt. Komm doch mal zurück, obwohl der Besitzer gar nicht mehr da ist. Sowieso immer faszinierend, ne? Boomer, die Mechaniken von Boomerangen, was ist der Plural von Boomerang? Nein! Um Gottes Willen. Boah, jetzt sind wir richtig auf Drogen hier, was ist das denn? In Animes, in fiktive Boomerange, so. Ist immer faszinierend, wie die Dinger funktionieren. Nicht zu verfolgen, komischer Lichtball. Ich laufe da hinten was zu essen drin. Das sah nicht nach was zu essen aus. Aber gleich kommt doch ein Boss. Spoiler, da. Hat er echt mich noch getroffen? Ich glaub's nicht. Ja, da ist die Heilung. Jetzt war ich natürlich nochmal vor der Heilung getroffen. Also mit richtig schön sinnlos. Nein! Oh. Das Ding ist, glaube ich, auch genauso stark wie die Peitsche, kann das sein? Also der Boomerang. Schon heftig so. Fitzigart episch. Ich liebe das Design. Oh Gott. Also das normale Design liebe ich. Ja. Nice. Das habe ich nicht gesehen, dass die Dinger die umdrehen. So. Ich wusste es, dass ich eines Tages diese scheiß Fledermaus verrecke. Na ja, gut, jetzt bin ich immer wieder voll. Aber ich habe meinen Boomerang nicht mehr. Mann. Ich wieder die großartige Axt. Falls sie wirklich großartig ist, dann tut's mir leid.